So, da wären wir wieder. Dieses Mal will ich möglichst schnell dafür sorgen, dass unsere Miliz gut drauf ist. Welcher Trupp war das jetzt eigentlich, der so traurig geworden ist? Das waren die Grunts. Der hat keinen Namen mehr, warum auch immer, und der auch nicht. Also eigentlich müsste ich jetzt hier entweder Grunt oder Hammer vorstellen. Das hatten wir schon mal gehabt. Durch irgendetwas. Ich glaube, wenn die heiraten oder so, geht der Name weg. Also, aber da die beiden Hammerzwerge hier nicht negativ beeinflusst sind und die beiden Grunts schon, nehme ich einfach an, dass die beiden auch Grunts eigentlich sind. Also können wir die gleich mal umbenennen. ZYN Grunt. So, du auch. ZYN Grunt. Also, wir haben ja rechts schon die Zimmer zugeordnet. Da wir aber links jetzt die Zimmer haben mit den richtig guten Betten, mit den Kabinetts und mit dem Steinfußboden, ordnen wir die hier alle nochmal zu und wir fangen dabei an mit dem Unaussprechlichen und dann hier halt die anderen Grunts. Dass sie möglichst schnell positive Gedanken bekommen, einmal von einem eigenen Zimmer, von einem eigenen guten Bett, überhaupt von einem Bett und, also Zimmer, gutes Zimmer, Bett, gutes Bett, was kann man dann noch machen? Ja, den Rest müssen wir gucken. Aber ja. Bedroom, Assign Bed. Und zwar, wo ist der Unaussprechliche? Da ist der Unaussprechliche. So. Also ihn haben wir schon. Dann tappe ich mal runter. Da ist ein Grunt, Webster. Der mit seiner Heldenaktion ganzen Goblin-Trupp verschreckt hat. So, und da war Webster, hier war Pankolos. Der war eigentlich mal unser Schreiner, oder? Weiß ich gar nicht mehr. So. Pankolos, jetzt wäre es der nächste Grunt. Migra, der hat keinen Namen. Das ist ja komisch. Ich dachte, ich hätte all meinen Kriegern Namen von einem Zuschauer gegeben. Aber gut. Den da unten haben wir schon. Wer kommt als nächstes? Nahadris. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit unseren Grunts. Die restlichen dürften eigentlich schon tot sein. Da, Nahadris. Nee, Segalmet haben wir noch. So, jetzt sind wir aber hoffentlich durch, denn wir haben keine Betten mehr. Testweise kann ich mal ganz kurz hier gucken. So, da war Segalmet. Noch ein runter. Nee. Gut, das machen wir noch gleich wieder frei. Das heißt, die haben da drüben jetzt alle ihre Betten. Das heißt, ich gucke jetzt hier, wo jemand ist, der schon ein Bett haben sollte. Das ist Hexbett, das sollten wir nicht abreißen. Webster und der Namenlose, die können hier mal rausgeschmissen werden. Und wer ist hier? Pankolos. Pankolos kann auch raus. Der komische Namenlose Mikrono kann auch raus. Und Nahadris und Segalmet und das war's. So, und die Betten können dann auch gleich abgerissen werden mit X, X, X. Das heißt, Hex schläft jetzt hier alleine drin. Warte mal, Hex ist doch auch ein Grunt, oder? Warum ist jetzt der Unaussprechliche ein Grunt? Der ist eigentlich ein Hammerzwerg, oder? Wir haben ihm extra Trupp gegeben. Ja, der muss umbenannt werden. YN Hammer. Und was zur Hölle ist mit ihm los? Warum hat er so viele Ansprüche auf einmal? Das muss irgendwas mit dieser Baronie zu tun haben. Aber wir sind jetzt ja keine Baronie mehr, wir sind ein County. Ach du gute Güte. Captain of the Guard, der Unaussprechliche, hat jede Menge Wünsche. Gerugon hat auch ein paar neue Wünsche und ein Mandat. Ja, keine Armbrüste exportieren, das kennen wir ja schon. So, er hätte gerne noch ein Kabinett. Er hätte gerne eine schönere Grabkammer und einen schöneren Dining Room. Und der Unaussprechliche hätte allgemein gerne mal eigene Räume. Na gut, hier ist Hex. 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 Wie schaut's hier aus? Das müsste jetzt alles eigentlich noch geschliffen und gedingenst werden. Nö. Das muss warten. Erstmal sollte er überhaupt etwas haben. Also ein Bett. Ein Stuhl.
möglichst guten Stuhl. Tisch, möglichst guten Tisch. Und das Ganze gleich nochmal. Dann können wir ihn hier kurzfristig einquartieren. Und dann später, wenn wir einen richtig ordentlichen Raum haben, können wir ihn umsortieren. Was wir dann noch haben? Er will... Deswegen ist er wahrscheinlich auch so grumpig. Nicht, weil seine ganzen Freunde gestorben sind und wir eine Karawane voll miefendem Zeug in der Stadt hatten. Nee, nee. Weil er seine Tische und Dining Halls und was weiß ich nicht bekommen hat. Also, er braucht ein Weapon Rack, er braucht einen Armor Stand, er braucht Kisten und der Rest ist eigentlich machbar. Okay, also. Armor Stand. Da. Gleich aus Granit, sehr schön. Und Weapon Rack. Ich vergesse das jedes Mal. Wo ist der Weapon Rack? Bin ich jetzt blind? Ah, da. Ja. So. Dahin. Und jetzt noch ein Container. Ha. Die können wir hier oben hin. Und die können ruhig auch aus Jet sein. Das ist mir ziemlich Wayne gerade. Hauptsache halt irgendwas. So, und da auch aus Jet. Dann macht mal als Werke. So, ohohoho, der Stockpile hier unten ist auch schon voll. Njam. Okay. Dann halt noch ein Stockpile mit Furniture. Das war jetzt falsch gesetzt. P, U. Dahin und da runter, bitteschön. Und keine Barrels. Barrels weg. So. Was noch? Ich wollte gucken, ob das klappt mit der Stoffproduktion. Wow. Das scheint sehr gut zu klappen. Wir hatten ja alles in doppelter Ausfertigung. Also 2x30 jeweils in Auftrag gegeben. Das ist schon fast alles durch. Wo sind unsere Steine? Ah, unser Granitstockpile ist auch rappelvoll. Das heißt, wir machen gleich wieder... Rock Block 20. Und wir haben noch jede Menge Holz, also machen wir gleich Charcoal 20. So, also Klamotten scheinen nicht so das Problem zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was könnte noch das Problem sein? Unsere grumpigen Zwerge, denen haben wir jetzt schon die neuen Zimmer zugeordnet. Das heißt, sie kriegen hoffentlich bald neue gute Gedanken. Und wir wollen... Ist da ein toter Zwerg? Ah ja. Store Item in Stockpile. Dieses Item, was in einem Stockpile packen will, ist der tote Zwerg auf seinem Rücken. Da. Grand Tekudoros Korps. Ja. Noch eine Möglichkeit, um sie glücklich zu machen, waren ja die Goblins. Das hatte ich ja schon angedeutet. Aber ich glaube, ich hatte die noch nicht verbunden, oder? Doch, Link Building to Trigger. Das ist gleich fertig. Sehr schön. Trupp. Welcher Trupp? Die Färbemittel müssten es sein. Bitte einmal da hingehen. Nochmal überprüfen, ob es auch wirklich die Färbemittel waren. Schedule. Wir haben Obsidian, also den tiefsten Winter. Und da trainieren eigentlich die Elfenbeinlanzen. Aber die sind nicht traurig. Nee, nee, das müssen die Färbemittel machen. Die müssen sich mischen austoben. Jetzt müssen nur die Mechaniker zeitig eintreffen, weil sonst kriegen sie wieder negative Gedanken, weil sie zu lange Dienst schieben müssen, obwohl sie eigentlich frei haben. Ein Überfall. Super. Und ich habe ganz viele Zwerge draußen, die gerade das Flagstone herholen. Ich sehe die Goblins aber gar nicht. Mache ich nochmal R? Nein. A und zoom hin. Da ganz links. Das ist ja machbar. Das heißt, die können jetzt alle noch aus dem Höhlensystem rauslaufen und schön rein. Das ist trotzdem... Ich hätte gerne mal jetzt so ein Jahr lang Ruhe. Einfach nur, um das Fortmischen auszubauen. Aber das werde ich wohl niemals mehr haben. So, Alarm. Alle in Bunker. Und, ja, das war's auch schon. Oh nein. Nein, 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 da ist gerade eher ein Zwerg gestorben. Das ging viel zu schnell. Wer war's? Nein!
Hex ist tot. Er hat dabei seinen Namen verloren, warum auch immer. Aber Sarge ist auf jeden Fall Hex. Und das ging sehr, sehr schnell. Das gucken wir uns mal genauer an. Also, Hex hackt auf einen Goblin-Schwertkämpfer ein und hackt ihm was ab? Das linke untere Bein. Okay, aber der Schwertkämpfer pariert und schlägt zurück, tritt Hex in den Kopf mit dem rechten Fuß. Okay, also der Goblin schlägt zurück, tritt zurück mit seinem Fuß, trifft Hex am Kopf, rammt dabei den Muskel, welcher Muskel auch immer beim Kopf ist, durch den Schädel in das Gehirn und zerreißt dabei das Gehirn. Dadurch wird Hex komischerweise ohnmächtig. Was für ein Ende. Durch einen stinknormalen Tritt zu Tode gebracht. Und da kommt gleich der nächste Zwerg raus. Wer ist das jetzt? Akatana. Ist auch einer von den alten Zwergen. Haben wir noch irgendjemanden hier unten? Seh nix. Da kommt noch ein Zwerg. Ein Cut-Howler. Die Cut-Howler sind nicht so wichtig. Oh, da kommen noch ganz viele Zwerge. Katrick. Die Lutter. Typ irgendwas. 3, 4 Zwerge. Oh, die werden alle sterben. Die werden alle gnadenlos sterben. Außer ich schicke das Militär raus. Aber da wird das Militär höchstwahrscheinlich sterben. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Goblins. Hilft nichts. Dafür haben wir das Militär. Die sind die einzigen, die einigermaßen gegen anstänkern können. Also, Station-Befehl da. Shift-B, Station-Befehl da. Weitermachen. Zu gucken, wie Zwerge sterben. Oh, mit etwas Glück verfolgen sie die Zwerge direkt in die Fallen rein. Und noch ein Dieb, ja, ist klar. Also die Idee mit dem Flagstone abbauen war das Dümmste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Die Goblins scheinen echt reinzulaufen. Nee, jetzt nicht mehr. Wer ist das? Ein unbekannter Zwerg. Er kann ruhig sterben. So. Unser Trupp ist da, jedenfalls einer. Das dürften die Grunts sein, die sind alle schon muffelig. Das heißt, wir schicken die jetzt raus. Station da. Shift B, Station da. Und gucken, ob sie besser sind als die Zivilisten. Was ich irgendwie bezweifle. So, ein Goblin schon gleich in eine Falle getapst. Und, was kommt jetzt? Noch ein Ambush. Und zwar mit Bogenschützen. Dagegen können meine Grunts ja wohl gar nichts ausrichten. Dann haben wir hier noch einen toten Zwerg. Und ich glaube, ein Zwerg ist auch hier in eine Falle getapst. Ja, wieder ein Zwerg im Käfig. Das scheint wohl heutzutage öfters zu passieren. Früher habe ich das nie gesehen. Und was kommt da? Ein Dieb unten in der Kaverne. Okay. So, Miliz. Tut was. Da unten kommt schon mal der Dieb an. Auf den gehen sie los und den jagen sie einfach nur weg. Ja, der ist jetzt von der Karte runter. Zurück zum Eingang. Und stopp. Pause. Da oben sind jetzt die Armbrustschützen. Und Daidagos greift die an. Hat aber schon jede Menge Wunden. Nahadris greift auch an. Hat noch keine Wunden. Und Siegermet hat auch noch keine. Das könnte gut laufen. Ich sehe jede Menge Blut. Und ich sehe Goblins, die weglaufen vor unseren Zwergen. Ja, so muss das sein. Rache! Wir haben jetzt ja schon... Kann man gar nicht sehen. Das sind alles jetzt die Meldungen, dass
die Zwerge ihrer Arbeit nicht nachgehen können, weil sie Munker sind. Also ein Hauler ist auf jeden Fall schon mal tot. Und ein Zwerg hat sich an seine Eisenaxt gewöhnt. Ja, also eigenen Eisenhammer. Okay, also ein Zwerg war schon mal unten tot. Und ich glaube, die beiden waren noch von der Spinne. Ha, ich hätte schwören können, es sind schon mehr gestorben. Na gut, wir sollten uns um die Gegenwart kümmern und nicht um die Vergangenheit. Es sind zwar welche gestorben, aber das ist halt so. Wie schaut es da unten aus? Die Goblins sterben, das ist gut. Daedagos wird wahrscheinlich aber auch sterben, so viele rote Flächen, wie er da schon hat. Da ist ein toter Goblin. Da ist ein toter Zwerg. Ein Zivilist, Hellnagel, der wegläuft. Hier oben sind keine Goblins mehr. Und da flieht ein Goblin. Wie viele Goblins haben wir noch auf der Karte? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Invader. Der Crossbowman war unten, der wird gleich die Karte verlassen. Was ist mit dem hier? Wo bist du? Du bist da hinten. Warten wir kurz ab, wenn unsere Miliz sich hier wieder sammelt, dann... Oh, das wollte ich nicht. So, wenn sich unsere Miliz hier vorne wieder sammelt, dann können wir sie losschicken, um die restlichen Goblins hier zu töten, die gerade weggelaufen sind. Ne, da ist noch ein Goblin. Was machst du denn da? Und jetzt flieht er? Nee, er geht runter, um irgendeinen von unseren Zwergen umzubringen, bestimmt. Gucken wir mal. Da ist der Goblin. Da ist der Zwerg. Und der Zwerg ist schon tot. Und es war auch noch ein Kind. Das wird gar nicht gut. Gar nicht gut wird das. Aber anscheinend sind hier sonst keine Zwerge mehr unten. Ja, also wie gesagt, wir warten, bis ein paar mehr Kämpfer hier vorne vor der Tür sich sammeln. Die haben ja eigentlich immer noch den Station-Befehl. Und dann greifen wir den letzten Goblin da außen noch an. Und dann geht's los mit Leichen einsammeln und wahrscheinlich neue Särge bauen. Ülalü. Ja, das Einbunkern für ein, zwei Jahre mit den Floodgates zu klingt nach gar nicht so einer schlechten Idee im Moment. Den einzigen Nachteil, den ich daran sehe, ist, dass die Zwerge dann irgendwann alle durchdrehen und sich gegenseitig umbringen. Aber, na gut. So, zwei Milizionäre, drei Milizionäre und die laufen jetzt alle wem hinterher? Dem Crossbowman. Der jetzt hoffentlich die Karte verlassen hat. Sehr schön. So, da haben wir jetzt drei Zwerge, das reicht. Wo ist der eine Goblin? Müsste irgendwo hier unten sein. Da ist der tote Zwerg. So eine grüne Goblin-Figur müsste hier eigentlich auffallen. Aber ich sehe nichts. Was sagt die Unit-List? Wir haben noch einen Wähler hier. Das ist ein Crossbowman, der fliegt bestimmt gerade. Und was mit dir? Der ist hier mitten im Höhlensystem. Wo läufst du hin, komischer Goblin? Ach, vielleicht versuchst du die Karte zu verlassen hier unten. Das geht bestimmt auch. Ja, ist auch weg. So, alle weg? Ja, ich sehe keinen Invader mehr. Ich sehe nur noch gefangene Goblins und einen gefangenen Zwerg. So. Das heißt, wir machen jetzt S-A-O, S-B-O. Dass sie alle schön zurückgehen zu ihren Privatberufen. Dann heben wir den Bunkerbefehl auf. Alarm, inaktiv und machen jetzt erstmal einen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir, wie viele Zwerge durchdrehen, weil sie zu viele Familienangehörige verloren haben. Oh, weia, das wird übel. Na gut, bis gleich.